gut, okay. Let's get back to action. So, das, was ihr jetzt hier im Hintergrund laufen seht, ist jetzt ein Replay, das ist direkt jetzt in der Kartenfunktion laufen. Und die ist aufgenommen von offiziellen 3-5er-Server, von Live-Server aus Korea. Dementsprechend halt auch die etwas andere Sprache. Was ganz wichtig ist für uns jetzt, wenn ich euch jetzt irgendwelche Namen sage oder sonst irgendwas, das sind momentan jetzt, sag ich mal, so Quasi-Übersetzungen. Also wir machen den Lokalisierungsprozess noch eine gute Zeit. Also das heißt, wir sind jetzt gerade dann da erst noch am Anfang, weil dran jetzt erst draußen ist. Und dementsprechend haben wir uns nicht bei allem wirklich hundertprozentig entschieden. Also behaltet das sozusagen einfach noch unter, könnte sich ändern. Cool. Gut, also was ihr hier seht, ist eine von zwei neuen Instanzen. Um sie genau zu meinen, ist das sogar die erste von den beiden. Die Instanzen in Ion 3.5 sind dafür da, um die Story, die mit 3.0 gestartet wurde, quasi zum Ende zu bringen. Sodass alle drei, also die 3.x-Games sozusagen, einen Story-Arc haben. Wenn ihr 3.0 gespielt habt, wisst ihr ja, dass sozusagen das alles darauf hinausläuft, dass man gegen Tiamat kämpft. Tiamat ist diese nette drakonische Lady aus dem Trailer, ganz am Ende gewesen. Ist quasi, wird auch die Drachenlady genannt, ist eine von den sieben. Die ist quasi der Oberbösewicht, steht hinter dem Balagur und ist auch diejenige, die die Regan im 3.0-Content quasi bedroht hat. Wenn ihr 3.0-Content kennt, am Ende habt ihr diese große Belagerungsschlacht und das Auge von Tiamaranta. Stellt euch vor, tief unter, von tief unterhalb von Tiamaranta sind dann jetzt diese zwei Dungeons. Und das Erste, was ihr hier seht, geht grundsätzlich darum, dass ihr dort gegen ein paar der wichtigsten Generäle kämpft und euch den Weg quasi zu Tiamat freikämpft. Das ist für 6 Mann, alle müssen Level 60 haben, sprich es ist ein absoluter Endgame-Content und dementsprechend halt auch relativ anspruchsvoll. Danach kommt ihr halt in diese zweite Instanz. Die zweite Instanz ist dann quasi dort, wo ihr auf Tiamat selbst trefft. Diese Instanz ist eine Allianzen-Instanz, sprich 12 Mann, auf alle Level 60, sollten auch gut koordiniert sein, denn das wird ganz schön haarig. Also was wir grundsätzlich hatten, ist, dass schon die normalen Bossen, die da drin sind, also die Hauptgeneräle, auch schon recht knackig sind. Aber ich habe mit einem koreanischen Freund hier schon gesprochen gehabt und sie haben mir erzählt, dass zum Beispiel die Success Rate für Tiamat selbst, wenn man gegen Tiamat selbst kämpft, momentan bei auf den koreanischen Live-Servern, der schon einen Monat läuft, bei unter 10% liegt. Also es ist wirklich nichts, was man so im Vorbeigehen mal erledigt, sondern man muss echt koordiniert sein. Also ich habe den Kampf ja auch schon ein paar Mal mir jetzt reinziehen dürfen. Man muss halt auch wirklich sich aufteilen in unterschiedliche Unterinstanzen gehen und ähnliches. Es ist echt ein komplexes Stück Arbeit, um die wirklich niederzustrecken. Warum das Ganze? Weil, wenn man Tiamat besiegt hat, der Drop ist schon ziemlich awesome, also ist ziemlich großartig. Was hier halt eben droppt, sind zwei Waffensets, die sehen gleich aus grundsätzlich. Das eine ist halt epische Natur, das heißt, ist halt wirklich dann von Epic Tier, der aktuell der höchste ist. Und ist aber eine Extensible Version. Wie ihr selbst wisst, sind die ja relativ selten in Ion. Und ihr habt ja schon gesehen von dem Trailer ganz am Ende, wenn er zuschlägt, wie die Waffe sich halt eben aufgeteilt hat, ist halt schon ein großartiges Teil. Das andere Weapon Set, welches eigentlich gleich aussieht, ist aber von einem neuen Tier. Das heißt also, Fritz ist ein neues Waffentier eingeführt, welches jetzt Mythic ist und was momentan jetzt erst einmal nur dieses eine Waffenset hat. Heißt, noch einmal ein bisschen kräftiger, noch einmal ein bisschen schwieriger, die Godstones lassen sich besser einsetzen, der ganze Kram, den man mit Ion ganz gut kennt langsam. Das ist ungefähr das, was wir an PvE-Content mit 3.5 neu hinzufügen. Natürlich ist das jetzt nicht alles, sondern es kommen noch ein paar andere Sachen hinzu, von denen ich euch zwei sozusagen jetzt noch mit aufnehmen möchte. Das eine ist, was ich als Game Designer, als Game Experience Designer besonders wichtig finde. Wer von euch kennt das Rift-System nicht von Ion? Ja, okay. Dann gebe ich ganz kurz mal einen kleinen Überblick. Also Ion hat, damit man sozusagen nie sich wirklich
sicher sein kann, ein automatisches Rift-System. Das heißt, werden Rifts in die gegnerischen Gegenden aufgemacht, durch die dann halt auch High-Level-Charaktere durchgehen können, die dann halt auch dort gerade kleinen Levels sozusagen töten können. Das heißt also, Ion gibt dir das Gefühl, dass du nie in Sicherheit bist. Das ist so einer der Kernelemente des Spiels. Du hast eigentlich immer, musst dich einfach nochmal umgucken. Und jetzt mit der neuen Rift-Technologie, die jetzt aufgenommen wird, Spalten, geht es halt darum, dass da eine etwas neue Struktur, ein ganz neuer Take drauf gebracht werden soll. Sprich, wenn wir jetzt so Rifts aufheben, gibt es bei diesen neuen die Möglichkeit, dass man sozusagen automatisch erst einmal eine limitierte Spielergruppe nur daran teilnehmen kann. Automatisch wird man in Defender oder in Angreifer-Modus gesetzt. Und wenn das passiert ist, dann wird sozusagen eine Questreihe getriggert, die jeweils nach deiner Rolle aufgebaut ist. Das heißt, du bist quasi dadurch mit reingebracht, ob du jetzt eigentlich eher verteidigen sollst oder angreifen sollst. Das Schöne daran ist, dass das dem Ganzen natürlich so ein bisschen mehr Handlungstiefe gibt und natürlich so eine gewisse, man weiß, warum man was tut und was man tut oder mit einbaut. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel Verteidiger seid, wird das dann so passieren, dass dann heißt, jetzt töte nicht nur die im PvP die Leute, die da durchkommen, sondern heil mal dort jemanden, bau mal dort wieder die Verteidigungsanlage mit auf, kümmere dich um jenes, kümmere dich um das. Dass der Spieler das auch macht, das ist natürlich an einer Menge von XP und ähnlichen Gründen, was man natürlich auch kriegen kann. Ich finde das eigentlich recht interessant und auch recht schön, weil das natürlich dem, was das Spiel für mich auch ausmacht und was auch eigentlich Ion besonders macht, nämlich dieses ewige PvP-Element, das noch ein bisschen mehr strukturiert und den Ganzen noch einmal so ein bisschen aufruft, gerade für uns Westen einen schönen Twist gibt. Allgemeine Mechanik ist, die sich ändert im Spiel. Ich hoffe, dass ihr trotzdem hier hinten schon ein bisschen was Interessantes sehen konntet. Ich möchte jetzt quasi als letztes noch einmal auf ein weiteres Element eingehen, was ich für sehr relevant halte. Das wären die neuen Arenen, die es geben wird. Lasst mich nur noch gleichzeitig dazu sagen, es ist natürlich nicht alles, was sich ändert, es sind auch viele Kleinigkeiten. Es sind so ein paar Adjustments hin zu dem, was es ein bisschen einfacher macht in der UI, zum Beispiel die Cooldown-Ticker, die ihr da oben drin habt, in den Einkünften, die könnt ihr jetzt dazu schalten, solche kleinen Elemente. Im Housing gibt es neue Sachen, die sich verändern, und auch das Legionssystem wurde sehr, sehr stark erweitert. Um euch aber jetzt ein bisschen Eindruck auf die Arenen zu geben, weil die einfach auch der, wie ich finde, am meisten Wiederspielwert habende Charakter sind an den neuen Content, gucken wir euch mal ein bisschen Videomaterial, weil leider können wir das anders nicht lösen, weil das ist ein koreanischer Live-Server, was so halt nicht einfach nur so eine Arena rein, mit den armen Leuten im Spielspaß machen, indem ich mehr rede, als mich konzentriere. Gut. Das erste, was ihr jetzt hier gerade seht, ist die erste Form von neuer Arena. Und zwar ist das eine Arena für drei Gruppen, jeweils zwei Spieler, die gegeneinander spielen. Also eine 2 versus 2 versus 2 Variante. Wie ihr zu wissen sehen könnt, der Spieler, der es gerade spielt, der wird sehr, sehr viel mit der Kamera rumgucken. Der wird immer wieder neue Perspektiven haben, weil Kern dieses Spielelements ist es, dass man sozusagen immer darauf achten muss, was macht mein Partner, mein Mitspieler, was machen aber auch die zwei Gegner. Und dadurch, dass wir natürlich die vielen Klassen haben, dadurch, dass wir auch verschiedene Spielertypen haben, ändert sich das natürlich von Arena zu Arena, von Spielergruppe zu Spielergruppe, wie denn die Taktiken aussehen. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr große Dynamik, die am Anfang so ein bisschen chaotisch wird, aber wenn man reinkommt, ist es echt eine super faszinierende Sache. Das Schöne ist, am Ende des Ganzen, neben den normalen klassischen Drops, die wir kennen, gibt es hier auch die Möglichkeit, ein Ticket zu erlangen für die zweite neue Arena. Die erste nennen wir momentan aktuell noch die Arena of Cooperation und diese zweite Arena nennen wir die Arena of Glory. Das ist eine klassische PvP, jeder gegen jeden Arena. Vier Mann kämpfen dort gegeneinander. Das hat einen sehr, sehr viel klassischeren Modus, wie man sich denken kann. Spannend ist aber hier, dass sie nur für High-Levels zugänglich ist und dass wir an einem Abend in der Woche sozusagen einen Rank-Match ausführen, wo man halt eben in der Tabelle sich nach oben kämpfen kann. Wer ganz oben in der Tabelle steht, bekommt die Möglichkeit, sich einen entsprechenden Titel zu verpassen. Diese Titel sind natürlich sehr, sehr selten, weil man hat ja halt immer nur einen oben an der Tabelle.
Server zwei Stück, wo Rasse halt ein. Das gibt dem Ganzen natürlich auch einen sehr, sehr interessanten Wiederspielwert, weil man natürlich dieses prestigeträchtige Ereignis haben möchte. Hinzu kommt natürlich die klassischen Awards, die man kriegt, die Mithril-Medaillen, die man zum Beispiel kriegen kann, oder dass man halt eben auch die Abyss-Punkte bekommt, die man halt eben immer beim PvP hat. Das sind so die Elemente, die für uns so ein bisschen so inhaltlich den Kern von 3.5 ausmachen, die wir mit euch halt auch teilen wollten. Um es mal zusammenzufassen, ich denke, dass halt für beide Seiten, also für die PvEler mit den Instanzen, aber halt auch für die PvPler eine richtig, richtig gute Menge an neuen Endgame-Content da ist. Es ist natürlich Core-Gamer-Content. Mit den Veränderungen im Housing und Ähnliches kommt auch was für die Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht fertig gelevelt sind hinzu. Darüber wird euch Matthias mit Sicherheit noch die Infos geben, sobald wir sie alle veröffentlichen. Das wird ja noch ein bisschen hindauern. Wir arbeiten gerade heftig dran an Lokalisierungen an den verschiedenen und daran, dass wir das auch bald dann online kriegen, sobald so schnell es geht natürlich. Aber auch so, dass die Qualität stimmt. Ja, das wäre es dann erstmal von meiner Seite.